So, ihr Lieben, das nächste Buch. Als ich unsichtbar war, gefangen im eigenen Körper. Martin ist 12, als ihn eine rätselhafte Krankheit befällt. Er verliert seine Sprache, die Kontrolle über seinen Körper, ist nach wenigen Monaten völlig hilflos. Die Ärzte sagen seinen Eltern, er werde für immer schwerstbehindert bleiben. Was niemand ahnte, im Kokon seines Körpers verbirgt sich ein schrittweise erwachender Geist und eine zutiefst lebendige Seele. Als Martin aufwacht, kann er nur mit den Augen Lebenszeichen geben. Eine Pflegerin erkennt schließlich, dass er sehr wohl bei Bewusstsein ist und alles um sich herum mitbekommt. Dann endlich erhält er die Hilfe, die er benötigt, um sich ganz ins Leben zurückzukämpfen. Martin Pistorius erzählt bewegend und absolut authentisch darüber, was ihn in den 11 Jahren der Hilflosigkeit am Leben gehalten hat. Sein dramatisches Buch über seine Erfahrungen zeigt, dass mit der Unterstützung seiner Familie, die nicht aufgibt und einen großen Lebenswillen sogar, Wunder möglich sind. So, ihr Lieben, nächstes Buch. Mitten aus dem Leben. Durch einen Autounfall verlor Arne Kopfermann seine 10-jährige Tochter Sarah. Im Buch erzählt er seine Geschichte mit all ihren erschütternden, aber auch wundersamen Momenten. Sein Bericht geht unter die Haut, weil Anne Kopfermann es schafft, das auszudrücken, was so schwer ist. Nicht Anne, Arne Kopfermann. Was so schwer in Worte zu fassen ist, vom Ringen mit Gott, dem Aufgeben von falschen Glaubensvorstellungen, vom Festhalten an der Liebe gegen alle Widerstände, aber auch von unverrückbarer, ewiger Hoffnung, denn in den Ruinen des Lebens können wir die Schönheit des Glaubens entdecken. Ist das Leben als Christ wirklich abenteuerlich, radikal und bedeutungsvoll? Andreas Boppi, Boppart findet, dass immer mehr Christen eine Art Kuschelglauben leben, ohne etwas zu bewegen. Seine These lautet, viele lassen sich nicht auf das Abenteuer der Nachfolge ein, weil sie auf ihre Unfertigkeit sehen, ihre Ecken und Kanten schwächen und sich dadurch ausbremsen lassen. Er ermutigt dazu, ein Ja zur eigenen Begrenztheit und Sündhaftigkeit zu finden, gleichzeitig aber daran festzuhalten, dass Gott im Leben Dinge verändern kann und will und vor allem auch durch uns entspannend und herausfordernd Jesus Nachfolge für normale so ihr Lieben. Schau es mal an.